Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem März-Update. Ich freue mich sehr, bist du mit dabei, weil ich möchte dir heute ein kleines März-Update-Orakel bringen. Und zwar einfach aus dem simplen Grund, weil wir in einer sehr, sehr stark veränderlichen Zeit drin sind. Und dieses Orakel hier, welches ich ausgelegt habe, bezieht sich auf das März-Portaltagsorakel. Und wir haben jetzt circa Monatsmitte überschritten. Wir haben den 17. März. Und ja, ich möchte dir kurz erklären, worum es da in diesem Orakel hier geht. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn du das März-Portaltagsorakel schon geschaut hast, bevor du dieses Orakel hier siehst, weil es sind so wie zwei Teile oder wie zwei Prozesseinheiten, die zusammengehören. Ich werde das oben in den Infokarten auch noch verlinken und auch unten in der Infobox, da kannst du dort auch auf den Link klicken, um in dieses Orakel zu kommen. Wir haben ja wirklich eine wahnsinnig spannende Zeit. Wir stecken oder Europa steckt mitten in der Corona-Krise und ja, die manchen mögen es nicht mehr hören, andere sagen, oh mein Gott, was passiert denn da? Oh mein Gott, sind völlig in der Hysterie oder in der Panik. Und ich finde es wichtig, dass wir einerseits die Thematik schon auch anschauen und auch ernst nehmen, aber dass wir uns nicht anstecken lassen in der Psyche durch die Hysterie sowie auch durch die Panikmache. Diese Zeit hier, jetzt gerade im März oder auch in den vergangenen Wochen und Monaten, ist für sehr viele Menschen auch sehr hilfreich, die jetzt im Moment mit Angstthemen zu tun haben, sich diesen zu stellen und diese Themen auf einer tieferen Ebene wirklich auch wirklich anschauen. Also diese Energien, die uns zur Verfügung gestellt werden, gerade auch mit dem 2020, welches ja ein sehr, sehr transformierendes Jahr ist, wo ganz vieles gelöst werden will, aufgemacht werden will, befreit werden will, kann natürlich am Anfang vom Jahr häufig auch zuerst mal so zu einer kleinen Heilungskrise oder zu einer Erstverschlimmerung führen, so wie wir das ja auch mit den homöopathischen Mittelchen auch sehr gut kennen oder mit den energetischen Mitteln, mit energetischen Schwingungsmitteln. Und so habe ich ein bisschen den Eindruck, dass wir zurzeit einfach wie in allen Jahren während den ersten 3 bis 4 Monaten möglicherweise in die Grundschwingung dieses Jahres 2020 eingeführt werden, um damit dann ordentlich gut durchs Jahr zu kommen. Ich denke auch, dass das eine Situation ist, die sich dann sicherlich ab Mitte Jahr, spätestens ab dem dritten Quartal erholen wird und wo dann auch wieder ein Aufschwung zu spüren sein wird. Aber im Moment sind wir in dieser Energie hier. Diese Karte, die kam auch im März-Portaltagsorakel und es ist die Karte des Stillstandes und der Ruhe. Und auch der Krankheit. Und ich finde das sehr, sehr bezeichnend, weil einerseits sind wir ja auch absolut in dieser Grippesaison und andererseits, und das finde ich so interessant, aufgezeigt und aufgedeutet vom Tarot, wie mehrschichtig der Tarot auch arbeitet, dass er mit einer Karte uns eigentlich verschiedene Themen aufzeigen kann. Er zeigt uns die Ruhe an in unseren gesellschaftlichen Systemen, die wir zurzeit erleben, durch dass das so viele Wege stillgelegt wurden. Ja? In der Schweiz ist es zum Beispiel seit gestern haben wir diese Situation des aktuellen Notstandes. Das heißt, alle Läden und Geschäfte sind geschlossen, alle Fitnesscenter, Museen, Kinos etc., Freizeiteinrichtungen sind geschlossen. Offen bleiben nur noch die Lebensmittelläden, die Bäckereien, die Metzgereien, die Post und die Bank. Und natürlich die Dienstleistungsbetriebe. Aber sonst alle anderen Geschäfte, die sind zu. Und die 4 der Schwerter deutet einfach wirklich auch auf diesen stillen Moment hin, der auf der einen Seite gezeigt wird. Andererseits kann die 4 der Schwerter natürlich auch ganz klar eine Krankheit anzeigen, die für die einen oder anderen anfällt, wo es einfach auch durch die Krankheit zu gewissen Situationen kommen kann, wo wir dann einfach auch tiefere Erkenntnisprozesse machen können durch Inneschau. Und gerade auch die Thematik, die wir ja so getrieben bekommen und spüren mit dieser Corona-Krise, hat einen sehr, sehr starken Hintergrund in der Energie der 3 der Schwerter, für diejenigen, die den Tarot kennen.
Die wissen, welches diese Karte ist. Die drei der Schwerter ist das verletzte Herz, wo die drei Schwerter in das Herz stechen. Also findet gleichzeitig auch in unseren kollektiven Systemen eine sehr starke Heilung in Bezug auf die Herzchakra-Thematik auch statt. Also das heißt, überall, wo Menschen mit ihren Lungen, mit ihren Herzthemen in Berührung kommen, sei dies auf emotionaler Ebene, aber auch auf körperlicher Ebene oder auf psychischer Ebene, da findet im Moment eine sehr, sehr tiefgreifende Heilung und auch Regeneration statt. Aber Heilung bedeutet nicht immer, dass es angenehm ist. So genau gleich auch bei der Heilungskrise, genau gleich auch bei der homöopathischen Erstverschlimmerung, bei der Erstverschlimmerung durch heilende Schwingungsmittel. Und der Kosmos, das Universum arbeitet genau nach diesen Gesetzmäßigkeiten. Ich denke dabei auch wirklich Covid-19, was ja ganz einen starken Bezug hat auf unsere Lungen, auf unsere Atemwege, hat natürlich eins zu eins mit Themen zu tun, wo wir unser Herzchakra vielleicht noch nicht in jener Energie zu schwingen gebracht haben, wie es vielleicht optimal wäre. Ja? Und diese Herzchakra-Thematik hat natürlich auch ganz viel mit Themen von Trauer zu tun. Wo konnte ich nicht trauern? Wo konnte die Trauer nicht aus meinem System befreit oder rausgelassen werden? Und hier findet mit dieser Vier der Schwerterkarte ein Umdenken statt in diesen Prozessen. Und das ist sehr, sehr interessant. Auch für die einen oder anderen durch Leid. Und dass es weh tut und dass Leid drin ist, das sehen wir hier, wenn wir, das sind die drei Karten, welche auch im Portaltagsorakel vom März mit dabei waren, wenn wir hier die Zehn der Schwerter anschauen. Und die Zehn der Schwerter sagt uns, es ist ein brutales Ende. Also es tut weh. Es ist nicht einfach ein easy Ende, wie man es vielleicht von anderen Situationen her kennt. Hier schmerzt es und hier schmerzt es in unseren Grundfesten. Das kann bedeuten, gerade auch, dass durch diese gesellschaftlichen Veränderungen, die wir ja erleben, wegen dieser Corona-Krise, dass es zu abrupten Ladenschließungen kommt. Die Läden haben ja jetzt sowieso geschlossen. Dass es zu Entlassungen kommt, dass es zu Kündigungen kommt, dass hier ohne Wenn und Aber irgendwo einfach auch Schlussstriche gezogen werden. Es kann aber auch auf der gesundheitlichen Ebene, und über dieses Thema müssen wir einfach auch sprechen, dass es Menschen gibt, die diese Krankheit nicht überleben können. Also dass es effektiv Menschen gibt, die daran versterben werden, weil dass hier so im Sinne ihres Seelenplanes auch ein Teil von ihrer Erfahrung sein wird. Und das ist natürlich schon auch brutal. Und vielleicht ist es auch bei diesen Menschen, die krankheitsbedingt versterben werden, mit einer Ansteckung durch Covid-19, durch diesen Coronavirus, kann es auch bedeuten, dass es ein leidvolles Ende ist. Und ich denke da wirklich auch an all jene Menschen, und das sage ich jetzt nicht einfach nur, um die Sache klar zu betiteln und zu benennen, sondern wirklich aus meinem allertiefsten Mitgefühl, dass es schon einfach sehr traurig ist und auch sehr qualvoll, wenn man nicht atmen kann und wenn man auf der Intensivstation von der Intensivpflege und durch diese verschiedenen Apparate und Geräte künstlich beatmet werden muss. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Ich finde das auch wahnsinnig traurig, was das einzelne Schicksal anbelangt, wenn wir nach Italien schauen, wie sich die Situation dorthin verändert hat, dass man ja zum Teil auch Notbetten aufgestellt hat, so wie man es ja immer nur aus China, aus dem Fernsehen gesehen hat. Es ist nicht mehr China, es ist jetzt Italien und es kann auch die Schweiz betreffen. Und das hier, das finde ich schon, ist einfach schon ein sehr krasser Zustand, wo auch diese Zehn der Schwerter eigentlich auch die Dramatik aufzeigt. Natürlich können wir, wenn wir weiterschauen, auch hier die größere Arcana-Karte ansehen und sagen, es ist der Tod. Ja, es ist der Tod. Es ist der physische Tod von dem einen oder anderen Individuum. Es ist aber auch ein gesellschaftlicher Tod, nämlich in Bezug auf Tugenden, auf unser Wertesystem, auf unser, wie wir unser Leben gestalten. Und hier der Tod als große Arcana-Karte ist immer eine Energie, die sich langsam vonstatten zieht. Also es ist nicht ein Prozess, welcher von heute auf morgen kommt, sondern der Prozess vom Tod geht allmählich. Das ist wie ein, auch ein bisschen vorstellbar wie ein Krieg. Wir sehen ja hier auch ein Schlachtfeld und da gab es ja auch viele Tote, der über mehrere Monate lang andauert und einen Zustand erreicht, wo auch die Nachwirkungen erst in späterer Zukunft
wirklich gesehen werden können, was das letztendlich auch bedeutet für unsere Systeme. Ich muss sagen, ich finde es ganz toll, wie in der Schweiz auch reagiert wird, gerade auch weil die Schulen ja seit letzten Freitag zu sind, wie auch das Schweizer Fernsehen da sehr unterstützend mithilft mit den Programmen, die auf dem SRF ausgestrahlt werden. Und da gibt es einfach ganz, ganz neue Bereiche, die sich eröffnen möchten. Und es ist natürlich auch ein ganz großes kreatives Potenzial da drin. Aber es ist schon nicht gerade so, dass es jetzt ganz kostenlos geht. Also wir müssen schon ein bisschen was bezahlen für diesen Neuanfang, den wir hier auch eingeläutet haben können. Die 10er-Schwerter können auch wirklich, wie ich es vorhin bereits schon gesagt habe, brutale Entlassungen sein. Ja, also Kurzarbeit ist ja sowieso ein Thema, welches in aller Munde ist. Und mit dem Tod werden diese Themen natürlich auch nochmal in der Tiefe angesetzt. Was aber auch für alle anderen bedeutet, dass es ein Neuanfang sein kann. Aber hier muss es schon noch vorher wehtun, bevor es dann hier zu einem Aufstieg kommen möchte. Und das waren so die letzteren Tendenzen vom März-Portaltagsorakel. Schau gerne nochmal rein, wenn es dich interessiert. Und ich habe einfach das so als aufrollende Energie, dass wir wissen, wo wir im Moment drinstecken. Und ich habe gerade mal geschaut, was ist denn hier im Moment aktuell so im Trend? Also wohin bewegen wir uns? Weil die Energien gehen ja wahnsinnig schnell. Und es ist schon interessant zu schauen, wie das jetzt so bis und mit Ende März, vielleicht auch bis und mit, ich sage jetzt mal so anfangs Mitte April, 8., 9., 10. April, wie sich das bis dahin entwickeln wird. Und ich möchte dir kurz zeigen, womit das hier eigentlich alles angefangen hat. Es hat mit dem King of Swords angefangen und ich beschreibe dir hier gerne mal 10 Ebenen, nein, nicht gerade 10, aber so ein paar verschiedene Ebenen, dass du spüren kannst, womit oder wie dieser König der Schwerter wirkt in unserem System. Wir können diesen König der Schwerter im Moment sehr, sehr gut sehen in unserem Bundesrat in der Schweiz. Das ist ja die Exekutive, also das höchste politische Organ, welches wir in der Schweiz haben, wie zum Beispiel auch ein Alain Berset sein Innenministerium regiert. Ja, und ableitend von seiner Regentschaft die Handlungen, welche sich jetzt in unserer Gesellschaft niederschlagen, auch definiert. Also konkret, dass die ganzen Läden geschlossen bleiben, die Vorgehensweisen, was zu empfehlen ist in Bezug auf diesen Coronavirus. Also die gesamten Prozesse, die hier jetzt angesagt wurden, wurde eigentlich durch eine King of Swords Energie initialisiert, eine Energie, die sehr klar ist in der Kommunikation. Das im Großen. Im Kleinen kann es aber auch bedeuten, bei dir als Individuum, dass du mit Menschen in Verbindung gekommen bist, die dir ganz klaren Wein eingeschenkt haben, die dir gesagt haben, hey, so und so und so und so und so und so und so funktioniert es bei dir. Und diese Klarheit kann manchmal auch vielleicht ein bisschen verängstigen. Aber dennoch ist diese Klarheit sehr, sehr wichtig, dass wir einen exakten und einen guten Plan verfolgen sollen. Und die Veränderung oder die Schraube, die jetzt gerade gestern am Montag bei uns in der Schweiz nochmal angezogen wurde durch die Kommunikation, dass auch noch alle Läden geschlossen bleiben, war nur eine Reaktion drauf, weil nach den Informationen, die am Freitag durchgegeben wurden, dass die Schulen geschlossen bleiben, die Leute am Wochenende irgendwo draußen an der Sonne saßen und Kaffee getrunken und Apero genommen haben und die Botschaft eigentlich nicht wirklich ankam. Also es gab wahrscheinlich schon in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen bei dir, in deinem Umfeld, Menschen, die dich auf gewisse Themen hin sensibilisiert haben. In der Vergangenheit auch, aber die Botschaft kam in den Ohren nicht an, im Bewusstsein nicht an. Und der König der Schwerter macht hier nicht lange, der fackelt da nicht lange rum und sagt direkt und klar und manchmal vielleicht auch, wenn es sein muss, ein bisschen härter als normal, wo es hingeht. Und es könnte sein, dass das vielleicht bei dir auch der Fall war, dass du einerseits in diese Energie gekommen bist oder dass du passiv eine solche Energie erfahren hast. Das kann auch mal mit einer Maßregelung einhergehen, je nachdem beim König der Schwerter. Oder dass man dich so ein bisschen zurechtgestutzt hat, weil das Verhalten nicht ganz adäquat einer Situation war. Also hier geht es immer um eine autoritative Kraft, die wirkt, damit wir in eine klare Bahn gelenkt werden. Und das ist sehr, sehr spannend. Das ist eine Thematik, die wir so aus den ersten 2 Wochen vom März mitbringen.
Lass uns mal hier schauen, was aktuell in unserem Bewusstsein läuft. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich habe die Karten schon angeschaut, aber noch nicht gedeutet. Wir haben hier wiederum die Vier der Schwerter. Das war ja auch eine Energie, die im März-Portaltagsorakel vorkam, die uns auch sagt, geh in die Ruhe, geht in die stille Einheit eurer Kernfamilien zurück. Diese Vier der Schwerter-Energie sagt mir aber auch ganz klar, es geht hier um das Pflegepersonal, welches die Pflege an den Kranken vollzieht. Und da möchte ich einen Wunsch, wenn ich das kann, äußern. Wenn es dir möglich ist, dich zu schützen, dann schütze dich. Halte die Maßnahmen ein, die der Bundesrat verordnet hat, wenn es für dich irgendwie möglich ist. Mit deinem Schutz, indem du dich selbst schützt, kannst du auch andere Menschen schützen. Und das ist nicht eine Frage von Coolness oder von, ich habe ein gutes Immunsystem, darum geht es nicht. Du kannst auch ein Träger von einem solchen Virus sein und damit auch andere Menschen anstecken. Und hier geht es wirklich darum, solidarisch zu sein, um die ganze Situation zu sedieren. Die Bettenstationen in der Schweiz, gerade auch auf der Intensivpflege, sind nicht maximal ausdehnbar. Also es gibt ja auch noch den ganz normalen Alltag in der Krankheitsbewältigung. Und Vier der Schwerter ist eine Thematik von der Krankheit. Das müssen wir ganz klar ansprechen. Es hat nicht nur mit der Stille und mit der Einkehr und mit der Meditation und mit einer Ruhephase zu tun. Nein, ganz und gar nicht. Es geht auch um Krankheit. Und hier im After-Tarot geht es auch um die Krankenpflege, um die Wundsalbung und auch um Menschen, die möglicherweise sogar schon in den Tod gegangen sind. Das ist auch ein Thema, welches sich hier für mich in dieser Karte zeigt. Also wenn du dich ein bisschen zurücknehmen kannst und dich schützt, schützt du so auch möglicherweise andere Menschen und entlastest damit auch gleichzeitig das System, was so, so wichtig ist und auch ein Zeichen deiner Solidarität ist in Bezug auf unsere Gesellschaft, ja. Und hier, diese Dame, die hier mit der Blume kommt, das ist für mich wirklich die Krankenschwester, ja. Das ist die Intensivkrankenschwester, das ist die Krankenschwester, das ist die Assistentin vom Hausarzt, das ist möglicherweise sogar der Hausarzt selbst. Es sind aber auch all die Menschen, die mit dem Tod zu tun haben, also die bestatten und aufbahren. Und hier wirklich meinen vollen Respekt vor diesen Menschen, die diese Arbeit machen, gerade auch jetzt mit so viel Hochdruck arbeiten, zum Teil auch mit Überstunden arbeiten, damit einfach damit dieses System versorgt werden kann. Ja, ich denke dabei auch an Hamsterkäufer, Menschen, die sich da jetzt einfach versorgt haben mit irgendwelchen Nahrungsmitteln und wo zum Beispiel alle unsere Geschäfte die Regale immer wieder auffüllen müssen. Und hier ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir einfach auch, wenn wir das mal schaffen, in einem ruhigen Moment für uns und auch in unsere eigene Innenschau gehen können, einfach ein stilles Danke auch ans Universum aussenden dürfen, auch gerade in Bezug auf diese Menschen oder an diese Menschen direkt, weil das ist nicht selbstverständlich. Wir können von Glück reden, dass wir in einer solch komfortablen und auch sehr luxuriösen, in luxuriösen Verhältnissen leben, dass wir dennoch immer noch so gut versorgt werden. Und das ist schon für mich auch immer noch ein großes Geschenk der Gnade und auch ein großes Geschenk der Liebe. Und da dürfen wir uns auch in Dankbarkeit zeigen, auch wenn es eine stille Dankbarkeit ist. Und deswegen umso mehr, es gilt die Solidarität und das Mitgefühl gegenüber seinem Nächsten. Und mit dem Mitgefühl gegenüber seinem Nächsten bedeutet es auch, jeder schützt sich so gut es geht und versucht jetzt nicht irgendwie noch neue Kontaktketten zu bilden. Also Menschen, die du vielleicht schon längere Zeit nicht mehr gesehen hast, da ist es sicherlich ein Gedanke wert, ist das jetzt wirklich nötig oder nicht, sondern man bleibt in seinen Einheiten. Und das ist hier in der Karte Vier der Schwerter für mich sehr, sehr deutlich, kommt hier sehr, sehr deutlich zum Ausdruck. Dann kommt hier etwas sehr, sehr Spannendes. Ich decke mal auf. Und hier haben wir die Zehn der Schwerter. Und im Unterbewusstsein haben wir die Zwei der Schwerter. Und wir haben die Achter Kelche. Und diese Karten hier, die zeigen mir sehr gut auch, dass es hier bei einigen Menschen definitiv zu einem Ende führen wird. Also hier hat wirklich der Tod Einzug gehalten. Hier hat wirklich auch eine Situation, ein Ende gefunden, welche sowieso gekrankt hat. Also ich denke hier auch noch an Pleiten,
von Unternehmungen, die eventuell vonstatten gehen könnten, weil die Liquiditätsreserven nicht so hoch waren. Ich denke hier auch an Situationen von Menschen, die sowieso nicht in einer guten Situation waren. Also wo man vielleicht vorher schon immer so ein bisschen einen fauligen Zahn hatte. Ja, diese Zähne, die müssen jetzt gezogen werden. Da gibt es jetzt kein Drumherum. Oder auch Personal, wo man vorher vielleicht gesagt hat, ja, das ist jetzt vielleicht nicht die optimale Besetzung mit dieser Person, aber ja, mal schauen, in welche Richtung das es geht. Und daher kann es sein, dass man hier einfach sagt, du, wir schließen aus, was einfach eh nicht mehr zu uns passt und wo wir nicht mehr zu uns nehmen können. Also das kann ganz rigoros sein, dass es hier plötzlich zu einem schon fast ein wenig skandalträchtigen Kündigungs zu einer skandalträchtigen Kündigungswelle kommen könnte, möglicherweise. Und ich denke natürlich hier wirklich auch an das, was die Karte selbst auch darstellt, an den Tod. Ja, also dass es auch Menschen gibt, wie auch sonst im Leben, Menschen gibt, die sterben werden. Und dass es vielleicht auch von unserer Seite eine neue Möglichkeit wäre, mit anderen Augen auf unsere eigene Endlichkeit zu schauen, hier mit dem Tod. Und auch dem Tod auf einer anderen Ebene begegnen zu können. Auf einer spirituellen Ebene. Auf einer Ebene, wo wir erkennen, dass wir alle endlich sind und genau durch die Erkenntnis von unserer Endlichkeit zu mehr Demut vordringen können. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Korrelation von einem spirituellen Erfahrungsbereich, der uns ja, wie noch erschlossen werden möchte. Sehr spannend hier diese Entwicklung. Und es ist aber trotzdem auch mit einem gewissen Leid einhergehend. Das müssen wir auch ganz klar sehen. Also auch Menschen, die krank sind im Moment, die haben schon auch ein gewisses Leid und vielleicht auch eine gewisse Angst, die auch noch dazu kommt, die das Ganze ein bisschen verschärft. Wir sehen hier im Unterbewusstsein haben wir die zwei der Schwerter. Und da ist es wirklich, wirklich sehr wichtig. Und das sehe ich hier auch ganz klar. Es geht nicht mehr länger darum, sich die Augen vor irgendeiner Situation zu verschließen. Also das heißt, man muss die Sache dennoch ernst nehmen. Das, wo wir jetzt im Moment erleben, ist eine Riesenchance und wir sollten es nicht zu locker sehen. Aber es ist genauso auch ein Aufruf hier mit den zwei der Schwertern, dass wir uns nicht zu sehr in den Ängsten von unserem Ego wähnen, nur weil wir gewisse Veränderungen nicht haben wollen. Also es geht darum, wirklich bei gewissen Themen auch im Individuum hinzuschauen, weil diese Dame hier, die möchte nicht hinschauen, weil es ihr Ego es ihr wie ein bisschen abspricht. Und da möchte ich dich einfach einladen, mit dir selbst auch, wenn du magst, einfach so kritisch zu sein und zu überprüfen, wo ist vielleicht hier der Ego-Wille oder die Stimme des Egos lauter als das kollektive Wohl? Und wo stehst du dir möglicherweise in Bezug auf diese Thematik hier selbst im Wege, wo du doch vielleicht ganz große Schritte tun könntest, gerade auch in Bezug auf deine eigene Entwicklung? Und die zweite Schwerterenergie, das ist eine Energie. Die mag ich meistens nicht so, weil es meistens mit einer Energie einhergeht, wo wir oder du eher im Kopf bist und unbewusst, als dass du ins Gefühl gehst. Und ins Gefühl willst du ja aber nicht gehen, weil du möglicherweise könntest verletzt werden. Also da ist auch eine Angst vor Verletzung vorhanden, wo sich dein Ego immer wieder vorschiebt und sagt, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Also hier geht es auch darum, einen gewissen falschen Stolz abzulegen, um dem größeren Ganzen zu dienen. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und wenn wir hier dann mit den 8 Kelchen schauen, ist es wirklich auch so, dass eine Veränderung stattfindet. Dass eine Veränderung stattfindet und dass auch neue Lösungen erarbeitet werden müssen und auch werden, dass das sowieso gemacht wird, weil wir hier in eine Energie reinkommen, wo es gar nicht mehr anders geht. Also die Lösung wird sowieso für den einen oder für den anderen sein, ich muss mich zwangsläufig verändern, weil es bleibt mir ja nichts anderes übrig, als wenn ich hier die 10 der Schwerter bekommen habe. Und die 8er Kelche möchte uns hier auch sagen, es geht auch um ganz tiefe Innenschauprozesse, wo wir unser Herz
Ja, weil die ganze Geschichte, wo wir jetzt im Moment drin sind, gesellschaftlicher Art, hat ganz, ganz stark mit unserem Herzchakra zu tun. Wo wir noch alten Kummer und alte Traurigkeit in unserem Herzen verlassen haben und diese alte Schmerzphase nochmals bei Bedarf durchleben können. Sehr wahrscheinlich geht es hier bei uns allen auf jeden Moment zurück, wo wir als Kind die erste Verletzung in unserem Herzchakra erfahren haben, weil wir von unseren Eltern nicht in dem Sinne so angenommen wurden, wie wir eigentlich in unserem wahren Selbst wären. Und dieser Kummer hat sich dann wiederholt in unserer ersten Liebe, wo uns gespiegelt wurde, dass wir hier noch einige Themen haben, die wir eigentlich angehen sollten. Also hier hat es auch ganz viel mit Trennungsthematiken zu tun, wo wir Trennung erfahren haben und Leid im Herzen noch tragen. Und dieses Leid möchte sich ablösen und in die Heilung kommen. Und wenn wir durch diese Prozesse gehen, und der Stolperstein liegt hier für mich in dieser Energie, also wenn wir es schaffen, uns dessen wirklich bewusst zu werden, uns erlauben, unsere Wunden anzuschauen, uns erlauben, mit uns in ein tieferes Bewusstsein zu gehen, uns erlauben, unseren Schmerz anzusehen und den tatsächlich dann auch zu heilen, dann kommt etwas ganz Tolles. Weil erst hier, wenn man richtig gelitten hat und aus diesem richtigen Leid dann auch die Wandlung und Heilung vollziehen konnte mit den 8 Kelchen und sich selber auch eingestehen durfte, hey, hier gibt es keinen Stolz mehr, den ich anwenden muss, weil ich habe ja eh alles verloren mit den 10 Schwertern, erst dann kommt diese Energie zum Tragen. Und zwar die Kraft. Es ist die Kraft, die wir in uns selbst entwickelt haben, weil wir gelernt haben, auf uns zu vertrauen, weil wir gelernt haben, in eine tiefere Innenschau zu gehen und weil wir gelernt haben, uns selbst als jemand Kraftvolles zu erleben. Jemand, der kraftvoll ist, kann auch eine solche Situation überleben. Jemand, der kraftvoll wird in der Zukunft, hat auch das Potenzial, durch dieses tiefe Leid zu gehen. Diese Energien, die bedingen sich, ja? Schmerz und Leid sowie auch die Kraft, das sind zwei Energien, die gehören zusammen. Die 10er-Schwerter-Energie ist eine Energie, die im Übrigen auch zu Jesus Christus zugeschrieben wird. Und ich muss dir ganz bestimmt diese Geschichte nicht erzählen, wer Jesus Christus ist und war. Er ist ja durch ganz ein tiefes, tiefes Leid gegangen und hat dadurch eigentlich eine immense Liebe entwickelt, immense Nächstenliebe auch, welche uns letztendlich sehr auch in die Kraft geführt hat oder ihn sehr in die Kraft geführt hat. Und so tragen wir auch jetzt heute noch, 2000 Jahre später, alle Menschen auf diesem Planeten dieses Christusbewusstsein in uns. Und es geht auch darum, dieses Christusbewusstsein immer wie mehr zu aktivieren und das Jahr 2020 ist natürlich ein hervorragendes Jahr, wo wir numerologisch und auch energetisch in diese Energien einsteigen können. Und hier einfach auch so schön auch zu sehen, nur wer Leid erfahren hat, weiß auch, was es bedeutet, in der vollen Kraft zu sein. Vollkommen schwach, hilflos, im Opfer, ja, vielleicht auch im Märtyrium zu sein, setzt wie auch die richtigen Pfade, um später in die Kraft zu kommen. Und diejenigen, die hier vielleicht auch sogar sterben müssen, ha? Je nachdem, die diese ganz schwierigen Aufgaben von einem qualvollen Tod auf sich nehmen, auch diejenigen, die werden hier in ihre Kraft kommen, durch den Tod und dann auch in der geistigen Welt und in der Folge dann auch in einer nächsten Inkarnation. Und das finde ich doch sehr, sehr, sehr berührend. Ich habe dann hier noch geschaut, wie geht es weiter? Wie geht es weiter, wenn wir uns so Richtung April entwickeln? Ja, vielleicht so die ersten paar Tage im April bis zum 10. April. Dann kommt hier der Stern und das Aufatmen wird dann schon kommen. Wir werden uns schon auch wieder erholen können, regenerieren können. Es ist so viel Unterstützung aus der geistigen Welt da. Wirklich so viel Gnade, so viel Hilfe für all jene, die bereit sind, diese Hilfen anzunehmen. Aber das setzt voraus, dass wir uns auch auf diese Hilfen einlassen. Also wer nicht hinhören will oder wer das Gefühl hat, das bringt doch alles nichts, ha? Hier mit den zwei der Schwerter,
wird diese Hilfe und diese Transformation nicht vollziehen können. Also überprüfe ganz gut bei dir auch, gibt es irgendwo ein Hindernis, welches du dir selbst auferlegst, um hier eigentlich in die Kraft und letztendlich auch in die Heilung zu kommen. Und du darfst hoffen. Es gibt so viel Hoffnung für dich. Es gibt so viel Hoffnung für uns alle, dass es besser werden kann. Wir sind nicht in schlechten Zeiten. Im Gegenteil, wir sind in guten Zeiten. Symptome zu haben oder dass etwas in Gang kommt, so wie jetzt, ist ein sehr gutes Zeichen. Stillstand kann je nachdem oder auch Situationen, wo wir uns ewig im gleichen Hamsterrad drehen. Das ist vielleicht möglicherweise eine Situation, die schon sehr monoton geworden ist, die auch sehr Burnout-fällig ist, ja, die auch sehr vieles verändern kann. Aber erst dann, wenn wir eben eine solche Zehn-Schwerter-Situation erlebt haben im Individuum. Aber aktuell sind wir in der Energie des Todes im Kollektiv und auch mit den Zehn-Schwertern drin im Kollektiv. Also bedeutet es für uns auch kollektiv umso mehr, dass wir hier auch in die Kraft kommen können. Und wenn wir hier auf die Unterseite des Orakels gucken, dann haben wir hier das Ass der Kelche. Und das Ass der Kelche ist ja wirklich die Friedenstaube, die wir hier auch haben mit dem Herzen vom Ass der Kelche, welches uns einfach diese tiefe, tiefe Liebe bringen will. Die tiefe Liebe, die aus der geistigen Welt da ist. Die Liebe, die uns retten kann und unser Immunsystem, unsere Systeme generell, alle Systeme, ich meine da nicht nur das kleine Immunsystem unseres körperlichen Menschen, sondern die Systeme kollektiver Art, die Systeme im Berufsumfeld, alle Systeme mit Liebe durchtränken kann. Und das ist letztendlich auch das, was uns diese Heilung bescheren kann und diese tiefgreifende Regeneration. Also kann diese Innenschau für den einen oder anderen eine Meditation sein, eine Phase des Erholens, eine stille Auszeit, so wie wir jetzt das im Kollektiv auch ein bisschen dazu gezwungen wurden, aber für den einen oder anderen leider dennoch auch, wäre es dann dennoch auch der Besuch beim Hausarzt oder dann sogar im Spital mit einem Aufenthalt auf einer Intensivstation. Und das ist halt schon auch ein sehr intensiver Prozess und auch für den einen oder anderen trauriger Prozess. Aber dennoch führt das hier zu mehr Liebe und das ist letztendlich auch der Sinn von der menschlichen Entwicklung über alle Inkarnationen hinweg bis und mit zur allerletzten Inkarnation. Ja, ich hoffe, dieses Orakel hat dir gefallen. Lass es mich gerne wissen. Ich wünsche dir nun eine ganz, ganz tolle, ruhevolle Zeit, voller Vertrauen, voller Geborgenheit, komm angstfrei durch die Zeit und öffne dein Herz für Liebe, erlaube dir zu heilen und überprüfe, wo möglicherweise auch noch Stolpersteine liegen in deinem eigenen System. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!